Oh, da ist er, der Bauer aus der Mark. Wir haben hier mal ein paar Beispiele, wie Blühflächen aussehen können, wenn sie denn was werden. Ist ja auch mal so eine Sache. Dieses Jahr war es ziemlich trocken, aber das Saatgut kostet ja auch einen Haufen Geld. Also ob die 60 Euro den Hektar, dann kommt die Arbeit dazu. Tja, die Pacht muss runter und die Fläche ist unproduktiv in dem Sinne. Fruchtwechsel und so weiter. Die Grünen wollen das haben, wir machen das und dann ist gut. Es soll ja nächstes Jahr noch besser werden. Ne? Wir gucken mal, was wir so alles finden bei den Kollegen, denen wir hier gerade uns gegriffen haben und sagen, hier komm, zeig mal. Also Fasilia, Ürettich, Malve, da ist noch ein Klee, Malve, Melde ist natürlich drin, ist klar, Ölrettich. So ein bisschen, da kippt der Ölrettich um, der ist nun ein bisschen im Schattenschlag gekommen. Sonnenblumen, hier ist alles Mögliche drin. Es ist jedenfalls etwas besser wie Begrünung oder Selbstbegrünung nach der Ernte. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir hiermit noch ein bisschen Bodenfruchtbarkeit halten, also Fasilia und so sind ja Feinwurzler, die kriegen wir damit hin. Ölrettich ist ein Tiefwurzler. Und denn der Klee ist ein Stickstoffsammler. Wenn sie denn alle was geworden wären. Ach so, hier haben wir noch, guck mal, wir haben ja hier noch ein bisschen was. Kornblumenblau, sagt man. Manche sind blau vom Saufen. Guck mal hier. Ist das nicht eine feine Sache? Das sieht richtig gut aus. Und nun gehen wir mal auf den nächsten Schlag. Der ist angelegt von einer Stadt angeordnet. Wir machen hier eine Blühfläche. Die gucken wir uns mal an. Da müssen wir noch ein bisschen fahren, aber wir kriegen es schon hin. So, da sind wir an der zweiten Stelle. Mit viel Werbung wurde hier auch ein paar Schilder hingestellt für ein Insektenparadies. Wir gucken mal auf die Schilder. Mohnblume mit der Biene, vollgeladen mit Pollen. So, und jetzt brauchen wir bloß rüberschwenken. Da ist der Bauer zu sehen im Schatten. Ja, Beifuß hatte ich bei mir im Hafer auch. Da wächst Ahorn, Birkensträucher. Ansonsten ist hier nicht viel zu sehen. Ein paar Disteln. Also Summen und Bummen habe ich mir anders vorgestellt. Jeder Ackerbauer hätte das vielleicht für ein paar Mark umgedreht. Knapper Hektar hätte man zack gesagt, hier komm, mach mal. Ihm anständig bezahlt. Oder den Gartenbaubetrieb, da werden ja auch Leute beschäftigt. Dann hätten die auch noch ein bisschen Arbeit gehabt. Und zum Pflegen hätte man ja vielleicht doch im Frühjahr doch mal das bewässern können, dass die Saat aufgeht. Aber ich glaube nicht, dass sie hier eine Saat genommen haben. Wir gucken jetzt mal zur dritten Stelle. So, hier sind wir in der dritten Stelle. Für die ganzen Öko-Fetischisten ist hier der richtige Platz. Wir drehen mal die Kamera. Windmühlen. 1,6 Megawatt die Dinger. Das ist nur ein Windpark. Der andere ist da hinten, sieht man kaum, fast gar nicht. Aber wir gucken mal hierher. Ja, genau. Photovoltaik. Und was stellen wir fest? Biodiversität. Gleich null. Wir gehen mal durch den Zaun. Wir gucken mal. Frische Miet. Also hier hüpft kein Insekt mehr durch die Gegend. Deswegen, wir sind hier in Küritz an der Knatter. Küritz an der Knatter kommt der Name von den vielen Wasserrädern, die wir hier früher hatten. Wir waren Wassermühlen, die Mahlwerke angetrieben haben für Mühlen, Hammerwerke und so weiter. Bespeist durch einen kleinen Fluss, Energie pur. Und wir wollen alles nur mit dem Zeug, was schon Energie kostet beim Herstellen. Silikon aus Silikaten. Mit hohem Aufwand werden Silikatkerne gezogen. Mehrere tausend Grad heiß. Dann werden sie in Scheiben geschnitten. Und so. Na, die Herstellung könnt ihr euch alle googeln. Ist mir auch egal. Aber der Stahl, Aluminium, alles, was hier verbaut worden ist, hat alles Energie gekostet. Und dann ist es eine Fläche, na, für Landwirtschaft nicht mehr nutzbar. Deswegen.
Denkt mal drüber nach. Der Bauer aus der Mark.